Jeder kennt mittlerweile den Begriff Montagsspaziergang. Und was verbirgt sich dahinter? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Was sind es für Menschen, die hier laufen? Warum laufen sie hier? Welche Beweggründe haben sie? Und da schauen wir mal ein bisschen näher rein und gucken, was da eigentlich los ist. Also, gehen wir. Die Frage ist ja, was bewegt euch beim Montagsspaziergang am Montagabend hierher zu kommen? Einfach diese Impfpflicht stört mich. Was stört dich da genau? Das ist dieses Corona-Impfung ist nicht wirklich erprobt, ist nur vorläufig zugelassen. Und man merkt ja, erst sollte man sich einmal impfen lassen, dann zweimal, jetzt dreimal boostern und jetzt alle drei Monate. Und dann die Kinder auch noch, weiß ich nicht, bin ich kein Freund für. Grippe kann ich auch selber entscheiden, oder? Ob ich mich impfen lasse oder nicht. Also du hast Sorgen auch um dein Kind? Ja. Okay, wir schauen mal weiter. Vielen Dank und schönen Spaziergang. Heute schon einige gehabt, Montagsdemo. Warum ist man hier, was sind die Beweggründe, hier teilzunehmen? Ich möchte, dass die Maßnahmen beendet werden und dass unsere Kinder wieder in Freiheit leben können. Das heißt, ohne Maskenpflicht, ohne Distanz, ohne Abstand, dass sie wieder in die Schule gehen können und am sozialen Leben wieder teilnehmen können. Also dir geht es wirklich um die Kinder, dass die wieder aus deiner Sicht frei leben können? Mir geht es um die gesamten Menschen, die hier leben und die sich nicht einem Impfzwang unterlegen wollen, einem indirekten oder direkten. Und es geht mir in erster Linie um unsere Kinder, dass sie frei leben können. Glaubt ihr, dass ihr durch diese Montagsspaziergänge, Montagsdemo, was bezwecken könnt? Gibt es da schon so viele? Ja, ich denke schon. Es ist schon eine große Menge an Menschen, die bewegt wird in diesem Land und die auf die Straße gehen. Und es ist ein wichtiges Zeichen an die Politik, dass wir wieder frei leben wollen. Wie oft warst du jetzt schon dabei? Das ist mein 5. Mal. Okay, danke für die Zeit und schönen Spaziergang. Und wir gucken weiter, was wir noch so entdecken können. Dankeschön. Ja, also ich bin die Juliana. Wir sind jetzt hier in Nürnberg in der Archivstraße. Es ist Montag und wie jeden Montag stehen wir hier alle zusammen und fordern die Wiederherstellung unserer Grundrechte. Wir möchten ganz gerne, dass die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmenpolitik wieder optimiert wird, dass geguckt wird, was ist verhältnismäßig, was ist nützlich, was schützt, was wirkt. Und insbesondere ist uns wichtig, dass wir nach wie vor selbstbestimmt und eigenverantwortlich für unsere körperliche Unversehrtheit, für unsere Freiheit, für unsere Berufsfreiheit und alle anderen wichtigen Grundrechtsartikel wiederhergestellt sind. Ich bin die Niki aus Fürth und ich bin heute hier, damit wir unsere Grundrechte wieder zurückbekommen und unsere Demokratie und einfach gegen diese ganzen Maßnahmen und diese Diktatur, was in Berlin betrieben wird.